Pirelli und Ersam AG, Ihr Autohaus mit Stil. Nach dem Stadtrival wartet jetzt der Rival aus der Axpo Super League. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update vom FCZ TV. In der zweiten Halbzeit vom Spiel gegen GC hat man gezeigt, dass man Fußball spielen kann. Das wollen wir jetzt am Sonntag gegen Basel wiederholen und auch da die drei Punkte. Wobei, es geht da nicht um die drei Punkte, sondern eben, es geht um die Ehre. Ja, jetzt wäre ich eigentlich dran, aber ich bin sicher glücklich, dass er das Goal geschossen hat. Und schade, dass ich es nicht gemacht, also gemacht habe, aber nicht zählt hat. Aber ich schaffe dran und mein Goal kommt sicher auch. Man hat es gesehen, geht es in der zweiten Halbzeit, da sind wir viel aggressiver gewesen. Man darf sicher nicht zum Beispiel von der ersten Halbzeit, die wir gezeigt haben, da sind wir zu passiv gewesen, sind wir zu wenig in Zweikämpfe gegangen. Und da müssen wir uns sicher an der Nase nehmen. Und wenn wir das gleiche Spiel gehen wie in der zweiten Halbzeit, dann wird das sehr gut aussehen. Dann werden wir nach vorne spielen und dann werden wir auch unsere Goal können schiessen. Gut, vor dem Derby haben wir gesagt, da geht es nicht um drei Punkte, da geht es um die Ehre, um das Nummer 1 in der Stadt. Und so kann man es auch gegen Basel sehen. Also da geht es nicht um drei Punkte in erster Linie, sondern ja, jetzt wollen wir unbedingt Basel mal schlagen. Unsere größte Konkurrenz seit Jahren eigentlich. Und jetzt ist es fällig, wieder mal ein Sieg. Ja, gut, Stimmung ist natürlich gut, oder? Wenn du gewünscht, dann ist auch unter der Woche wieder viel besser. Man hat mehr Freude wieder und das gibt auch wieder Moral. Und ich bin gute Dinge und gegen Basel ist immer schön zum Spielen. Wir brauchen Punkte auch, das ist ganz klar. Aber Basel ist der Rival von FCZ. Heute ist es nicht für den Titel, leider für FCZ, aber ja, für ihr Geist, für die Ehre, das ist sehr, sehr wichtig. Und man hat gezeigt in der zweiten Halbzeit gegen GC, wir können gut machen gegen gute Gegner, gegen sehr gute Gegner. Also man muss das gegen Basel bestätigen. Wir haben noch eine englische Woche nach Basel, also das bedeutet, das gibt Möglichkeiten für alle Spieler, Zeit zu haben. Und ich muss noch ein wenig überlegen, wer beginnt dieses Spiel gegen Basel. Die Stimmung in der Mannschaft, die ist da, der Wille ebenfalls. Jetzt fehlen nur noch die drei Punkte und natürlich die Unterstützung von euch. Am Sonntag, wenn es heisst Zürich-Basel. Casino Baden. Baden.